Ah, da kommt der Gustav her. Von 01099. Okay, jetzt verstehe ich. Und der hat zusammen mit Noah einen Song namens Luftballon. Das klingt irgendwie so. Und dann hier Peace-Zeichen? Was ist denn hier los? Das ist ja. Ist das so ein richtiges so. 99 Luftballons. Oh nein, bitte nicht gesampelt. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Okay, Video von NBP, Beat von Avo Zizi und Lex Barke. Heute zum zweiten Mal am Start. Wird nicht deins sein. Okay. Ey, hört auf. Nein, macht nicht. Nee, macht nicht diesen. Ey. Ist das auf süß oder was? Du gehst ohne Grund davon. Ist okay, ich lass dich fliegen wie ein Luftballon. Und ich warte, okay, bis du runterkommst. Doch dann lass ich's lieber sein und dreh mich um. Pardon. Denn du gehst ohne Grund davon. Ist okay, ich lass dich fliegen wie ein Luftballon. Und ich warte, bis du runterkommst. Doch dann lass ich's lieber sein und dreh mich um. Pardon. Ich war gestern an dem Platz, den du mir damals mal gezeigt hast. Wo warst du? 16 Jahre alt und keiner von uns beiden hat Vernunft, doch ist okay. Weed und Alkoholproblem. Und heute stehen wir auf der Kippe wie das Marlboro Emblem. Heute. Woher kenn ich die Line? Der Kippe wie das Marlboro Emblem. Heute bist du irgendwo. Irgendwo ist ganz weit weg. Doch ich schaff, dir geht es gut. Auch wenn ich nicht weiß, wo du steckst. Ist okay, ich lass dich fliegen. Kann sein, dass ich dich verliere. Feier den Vibe übertrieben. Ich muss sagen, stimmlich finde ich es eigentlich ganz angenehm. Ich finde nur den Beat so todeslangweilig. Also, weiß ich nicht. Gar nicht meins irgendwie. Also so super simpel. So irgendwie für mich leider irgendwie gar nichts tatsächlich. Ist egal, was auch passiert ist, was passiert ist. Du gehst ohne Grund davon. Ist okay, ich lass dich fliegen wie ein Luftballon. Und ich warte, bis du runterkommst. Doch dann lass ich's lieber sein und dreh mich um. Auch das Klavier mit dem Sidechain und so weiter finde ich irgendwie nicht so. Finde ich nicht interessant tatsächlich. Aber ich finde die Stimmen ganz cool. Also die Stimmen finde ich super angenehm. Aber vielleicht ist es ja auch extra gemacht, damit man halt nicht so abgelenkt wird, ne? Einfach ganz simpel, damit man so ein bisschen mehr auf die Melodie der Stimmen und so weiter achtet, ne? Pardon, denn du gehst ohne Grund davon. Ist okay, ich lass dich fliegen wie ein Luftballon. Und ich warte, bis du runterkommst. Doch dann lass ich's lieber sein und dreh mich um. Der hat aber eine coole Stimme, Mann, muss ich sagen. Die Stimme gefällt mir. Die Musik lief auf den Boxen und wir fühlten uns unsterblich. Lass Gefühle sprechen, sogar wenn wir lügen, sind wir ehrlich. Ist schon cool, so dumm und jung, brauchen keinen um uns rum. Es ist mitten in der Nacht, du schreibst eine Nachricht, Punkt, Punkt, Punkt. Ich schreib eine Nachricht, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich warte auf deine Antwort. Ja, die Tage sind zwar kurz, aber die Nächte kommen uns lang vor. Ich teil alles, was ich hab. Dir ist egal, was ich besitze, sitze auf. Ich finde den Vibe schön. Sehr, sehr, ne, so leicht locker, so. Die Welt ist gerade echt anstrengend genug, ganz ehrlich. Da muss ich sagen, tut das gerade irgendwie gut. Das hat einfach nur gute Vibes. Einfach nur gute Vibes. Wie gesagt, ich bleib dabei, dass ich den Beat nicht so spannend finde. Aber ist gar nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm. Ich finde, die verbreiten einfach gute Vibes. Davon kann es gerne ab und zu mal öfter mal welche geben. Zum Fensterbrett und teil mit dir die letzte Kippe. Du gehst ohne Grund davon. Ist okay, ich lass dich fliegen wie ein Luftballon. Boah, ich könnte mir vorstellen, daraus so einen richtig sicken Deep House Remix zu machen, Alter. Boah, das könnte geil klingen. Ist schon ein typischer 01099 Vibe, würde ich sagen. Okay. Dafür höre ich die zu selten, tatsächlich. Viel zu selten. Selten. Ganz, ganz selten. Und ich warte, bis du runter. Oder lieber gesagt, gar nicht. Dann lass ich's lieber sein und dreh mich um. Pardon. Denn du gehst ohne Grund davon. Ist okay, ich lass dich fliegen wie ein Luft. Boah, die Hook ist geil. Die Hook ist geil. Oh, ich warte nur drauf. Könnte man eigentlich auch als Techno-Remix machen, ne? Boah, das könnte einen krassen Vibe haben. Ha, was habe ich denn hier in meinem Kopf? Und ich warte, bis du runterkommst. Doch dann lass ich lieber sein und dreh mich um. Pardon. Der Text ist echt einfach, aber geil.
Also einfach, aber sehr einprägsam, ne? Sehr catchy. Peace. Peace. Peace, love and harmony. Hallo ihr Lieben. Am 31.03. veröffentlichen Gustav und Noah die Luftballon-IP. 31.03. Guckt nach oben. Alles drin. Da könnt ihr sehen. Flauschige Pullover. Wie süß ist die denn? Und. Nur ein richtiger schöner Tipp. Doch ein Konzert. Aber bitte beachten, es ist das Einzige. Also... Ist das die TikTok-Omi, die 6 Millionen oder so hat? Die macht so todeswitzig. Ich bin mir nicht sicher, ob die das ist. Ey, da gibt's eine auf TikTok, die ist so süß. Die meinte so, die ist zu ihrer alten Schule gegangen, wo sie vor 70 Jahren rausgeworfen wurde und hat davor getanzt und so einen TikTok gemacht und meinte so, ja, ich möchte mich jetzt über die Leute lustig machen, die mich früher gemobbt haben und so weiter und die wahrscheinlich jetzt schon tot sind. Und ich habe jetzt 6 Millionen Follower, fand ich saugeil. Okay, ist die nicht, schade. Aber ich finde das so süß, wenn ältere Menschen halt einfach mitmachen. So. Warum nicht, Mann? Kümmert euch da drum. Kümmert euch. Da oben findet er alles, was er braucht. Da oben? Das kann ich vergessen. Ich wünsche euch was. Gibt's sowas überhaupt noch? Nee, es gibt gar keine Infos mehr anscheinend, oder? Gibt's das gar nicht mehr, nee. Danke für die positiven Vibes, auch wenn es vielleicht nicht so ganz zu 100% meins war, aber danke für diese wunderschönen Vibes, Mann.